Christoph Hein, geboren 1944. Er schreibt Theaterstücke, Romane, Novellen, Essays. Er hat früh zur Minderheit gehört, die in der DDR widersprochen hat. Heute hofft er darauf, dass einiges von der Identität der DDR auch in einem vereinigten Deutschland überbleibt. Christoph Hein wird von Literaturkritikern für die stärkste Begabung der deutschen Literatur seiner Generation angesehen. Lauter letzte Tage, Herr Hein. Letzte Tage der bisherigen Art von Volkskammer, letzte Tage des runden Tischs. Für viele Menschen auch die letzten Tage ihrer bisherigen Lebensumstände, Lebensgewohnheiten. Die Zeit rast. Möchten Sie sie verlangsamen? Es wäre vielleicht hilfreich, aber Geschichte verläuft auf eine Art und Weise, die nicht nur von Menschen geprägt, beschleunigt, verlangsamt werden kann. Wir haben, und das ist eine Besonderheit in Deutschland, nicht nur in der DDR, in Deutschland, dass in dem letzten halben Jahr die Geschichte anfing zu galoppieren. Sie hat noch nicht aufgehört. Das hat bringt ein paar Unwägbarkeiten mit sich, auch Gefahren. Aber diesem Gaul der Geschichte kann man nicht in die Zügel greifen. Gerade jene in der DDR, die früh das Risiko der Auffälligkeit auf sich genommen haben, die widersprochen haben, wünschen sich jetzt einen anderen Verlauf der Veränderungen, wünschen einer veränderten DDR mehr Standfestigkeit, als sie noch leisten kann. Nach kurzer Autonomie, gerade ein paar Wochen lang, eine neue Zwangsläufigkeit. Ist es der Ablauf aller Revolutionen oder Umstürze, dass binnen kurzem alte Zwänge durch neue Zwänge, vielleicht gefälligere, verborgenere, angenehmere, abgelöst werden? Nach unseren geschichtlichen Erfahrungen muss ich Ihnen zustimmen, muss ich Ihnen beipflichten. Es ist eigentlich das, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Es wäre anders denkbar und vielleicht hilfreicher, aber die Erfahrung besagt uns, dass es anders nicht geht. Wo bleibt da das Prinzip Hoffnung? Es ist ein Prinzip. Wo bleibt die ganz schlichte, jenseits der Prinzipien, Hoffnung des Menschen, dass es mal anders sein möge, als dass alte Zwänge durch angenehmere, neue Zwänge abgelöst werden? Haben Sie solche Hoffnung? Ja, ich habe die Hoffnung, ohne diese Hoffnung könnte ich nicht arbeiten. Ich könnte mich nicht am Morgen aus dem Bett erheben, wenn ich nicht diese Hoffnung hätte, dass meine Arbeit ein bisschen was bewirken kann. Sind Sie gelegentlich im Zweifel, ob diese Hoffnung nicht am Ende Selbstbetrug ist? Dass sie ständig scheitert, ja. Selbstbetrug würde ich nein sagen, weil ich weiß ja um die Gefährdung meiner Hoffnung. Ich weiß ja, dass meine Hoffnung eine sehr blasse, hübsch aussehende, von einer schönen Farbe Wolke ist am Horizont, der wir da wohl alle nacheilen. Ohne diese Hoffnung wäre menschliches Leben gar nicht denkbar. Ohne dem wären wir auch nicht weitergekommen. Dazu gehört das Scheitern wie auch der gelegentliche kleine Erfolg. Ohne diese Hoffnung säßen wir irgendwo noch auf den Bäumen. Was ist für Sie persönlich die Wurzel dieser Hoffnung? Ich glaube, die reicht weiter zurück, als es die Bergpredigt ist. Die Bergpredigt ist vielleicht eines der ersten Dokumente, die dieses formuliert. Und für Sie ein wesentliches Dokument als Teil Ihrer Hoffnung? Ja, so bedingt ein bisschen durch das Elternhaus. Ja, Ihr Vater. Gehört es mit hinzu, aber alles andere, was dann auch in den folgenden Jahrhunderten kam, waren im Grunde andere Formulierungen, politischere als die Bergpredigt, aber es ging immer wieder auf Sachen zurück. Aber wie gesagt, es liegt auch noch vor der Bergpredigt. Selbst alle Religionen sind ja schon eine Formulierung von diesen Hoffnungen, die einfach zur Menschheit dazugehören. Wir kommen darauf noch. Wer macht Geschichte? Macht derzeit die reiche Bundesrepublik die Geschichte der armen DDR? Ich bin nicht ganz sicher. Es erweckt zurzeit den Anschein, aber die Geschichte wurde vor einem halben Jahr oder der Beginn dieser Geschichte, die wir jetzt erleben, begann in der DDR, begann auch vom Volk, von Teilen des Volkes, speziell von der Jugend. Das veränderte sich ein bisschen.
Es ist jetzt sicher die Dominanz der Bundesrepublik auch in der DDR ganz kräftig vorhanden. Aber ich bin gar nicht so sicher, dass die DDR sich da, das Volk der DDR sich so abgemildert hat. Vielleicht wird jetzt erst einmal ein Heißhunger befriedigt. Und wenn der Heißhunger befriedigt ist, denke ich, wird sich vielleicht da noch mal etwas melden, was da an Hoffnung da war, an Hoffnung in den 40 Jahren da war, gegen diese versteinerten Verhältnisse, die hier entstanden sind. Können Sie noch in so großer Nähe zu den Ereignissen schon Abschnitte im Wendeverlauf seit vergangenem Herbst erkennen? Stimmungsumschwünge, veränderte Frontstellungen und wodurch wurden die bewirkt? Beschreiben Sie Ihr Bild vom Umsturz. Dazu, denke ich, gehören erst einmal die Jahre und Jahrzehnte vor dem September 89, wo es relativ wenige Personen und Gruppen waren, die da so ein bisschen opponierten und ein wenig etwas aufrecht erhielten, was über die Jahrzehnte, nicht nur in der DDR, sondern in dem ganzen Ostblock geblieben war. Das begann eben in der Sowjetunion mit Leuten, die schon in den 20er Jahren gegen diese verfehlte Politik auftraten und das teilweise blutig mit ihrem Leben zu bezahlen hatten. Ich erinnere an Leute wie Babel und Bulgakov oder Bucharin. Es gab dieses Aufrechterhalten dieser Hoffnung gegen diese Strukturen in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren auch in der DDR. Das wurde teilweise mit Gefängnis bezahlt, mit Rausschieben aus der DDR, mit der Exilbewegung, mit den Leuten, die hier blieben und da etwas versuchten, dagegen zu halten. Dann setzte so etwa im September, Oktober sehr kräftig etwas ein, was wir als diese revolutionäre Bewegung bezeichnen. Sehr stark von der Jugend getragen, auch von der Kirche insofern, als sie den Ort abgab, die Plattform, sie ihre Häuser öffnete. Da ist der Kirche eine besondere, gewichtige, auch verantwortungsvolle Rolle für diese Gesellschaft zu initiieren. Das war enorm wichtig. Ohne die Kirche wäre der ganze Verlauf anders gekommen. Das ging, denke ich, so bis Mitte, Ende November. Es veränderte sich mit der Maueröffnung. Es gibt jetzt so ein bisschen die Geschichtsschreibung, das Volk habe die Mauer geöffnet. Das, glaube ich, ist nicht ganz korrekt. Das Volk stürmte die geöffnete Mauer. Tatsächlich wurde ja die Mauer von Herrn Krenz und Herrn Schabowski geöffnet. Und ich glaube, der tiefere Grund, das ist jetzt etwas ironisch, witzig formuliert, der tiefere Grund für die Maueröffnung lieferte ein einsamer Demonstrant am 4. November. Der lief nämlich auf dieser großen Demonstration mit dem Schild herum, wer war Krenz? Das war damals eine freche, provokante Formulierung. Ich glaube, Krenz hat das gesehen und dachte, er beantwortet die Frage, indem er die Mauer öffnet und sich dann durch in die Geschichtsbücher schreibt. Aber ich glaube, nach dieser Öffnung hat sich nur noch die Bild-Zeitung dafür interessiert, wer war Krenz. Gut, das war jetzt also der Abschnitt bis zur Öffnung der Mauer und nun der neue Abschnitt. Ja. Die Stimmungsumschwünge. Das war natürlich dann einfach bedingt durch die Öffnung, dass dann Interessen sich verlagerten. Der Heißhunger musste gestillt werden, man wollte den Konsum sehen, nach Möglichkeit auch erwerben und natürlich auch die Möglichkeit des Reisens nehmen. Das veränderte natürlich die Bewegung in der DDR und natürlich, das ist auch an den westdeutschen Politikern erkennbar, an der Art der Haltung, der Einflussnahme, war das natürlich im Grunde schon ein Land, was zur Wiedervereinigung, genauer zur Übernahme bereit stand und steht. Ich denke, das veränderte die ganze politische Situation in der DDR. Sie haben auf jener von Ihnen erwähnten Kundgebung in Ost-Berlin am 4. November vorgeschlagen, Leipzig eine Heldenstadt zu nennen. Die Demonstranten der letzten Wochen, sind das noch die Demonstranten, die Sie veranlasst haben, im November Leipzig eine Heldenstadt zu nennen? Nach den Untersuchungen in Leipzig weiß ich, dass die Demonstranten gewechselt haben. Es sind nicht die Demonstranten haben Meinungen verändert, sondern die Demonstranten selbst haben gewechselt. Aber an dem Terminus Heldenstadt würde ich schon festhalten. Ich darf nur einen Grund nennen, Temeswar, Rumänien. Dort sollte dieses gemacht werden, was am Platz des Himmlischen Friedens in China
erfolgreich durchgeführt wurde. Das wurde auch in Rumänien erfolgreich durchgeführt, bis dann Ceausescu den gravierenden Fehler machte, diese Gegendemonstration in Bukarest einzuberufen, die unmittelbar, die direkt in die Auflösung des Ceausescu-Regimes führte. Dinescu nennt Ceausescu deswegen den heimlichen Führer des Aufstandes. In der DDR war, auch aus heutiger Sicht, dieses eindeutig auch geplant. Die chinesische Karte wurde gezückt und wieder eingesteckt und damit war sie im Grunde vernichtet. Wo waren jene Demonstranten im November, die heute demonstrieren? Wir haben 4 Jahrzehnte des Schweigens hinter uns. Wir haben 4 Jahrzehnte hinter uns, in denen 99% gewählt haben und eben auch die SED gewählt haben. Es gab Wahlbetrug. Wir haben Untersuchungen darüber schon seit dem Mai gemacht. Das handelt sich um Zahlen zwischen 2 und 8%. Also von den 99% nimmt es nicht so sehr viel weg. Ich denke schon, dass diese Art, sagen wir freundlich, Zurückhaltung viele bewogen hat, erst einmal abzuwarten und nach den erfolgreichen Veränderungen doch auch nun kräftiger ihre Haltung zu bringen. Ich halte das auch für richtig. Nicht jeder muss auf die Straße gehen, wenn es gefährlich ist. Und ich halte es auch für richtig, dass wir jetzt unser Land einmal kennenlernen. Wir waren einig vorher, einig in einem Widerstand, mehr oder weniger aktiv oder passiv, gegen ein Regime, was abgelehnt wurde von der Mehrheit des Volkes, aber was sich nicht artikulierte und schon gar nicht in den Unterschieden. Jetzt lernen wir die Unterschiede in der Einheit kennen. Worin hätte nach Ihren Vorstellungen und Hoffnungen, Herr Hein, die Identität einer erneuerten DDR bestehen können, wenn nicht die Vereinigung, die sich mit großem Tempo vollziehen soll, nach Meinung vieler, wenn nicht diese Vereinigung alle Identitätshoffnungen einer erneuerten DDR über den Haufen gerannt hätte? Was hätte die Identität der DDR nach Ihrer Vorstellung sein können? Ich antworte ungern darauf, weil es rein spekulativ ist. Es ist vorbei. Alles, was da an Hoffnung mal war, und das begann für die DDR sicher schon 1946, das ist vertan worden, verludert worden, versaubeutelt worden. Es ist dann schwer, überhaupt noch darüber zu reden. Ich denke, was an Chancen für eine alternative Gesellschaft da war, ist für mindestens eine Generation, ich denke für 100 Jahre vorbei. Insofern lohnt es sich kaum, darüber zu reden. Sie, der Sie zu der Minderheit, die widerstanden hat, die widersprochen hat, gehört haben seit Jahren, Sie haben noch Anfang November vergangenen Jahres die Hoffnung gehabt auf eine erneuerte DDR. Das heißt, die Einsicht, dass das endgültig vorbei ist, wegen der Gründe, die Sie eben genannt haben dafür und die weiter zurückreichen als bis zum letzten Herbst, die Hoffnung ist Ihnen in den letzten Wochen abhanden gekommen. Am 4. November haben Sie sie noch artikuliert. Naja, ich habe sie schon im Oktober mit Einschränkungen formuliert. Ich sagte damals, die Idee ist wahrscheinlich schon im August 68 überrollt worden auf dem Prager Wenzelsplatz mit deutschen Panzern. Die Hoffnung war schon damals, ich ahnte um das Scheitern dieser Hoffnung. Die Hoffnung jener Art, die Sie eingangs unseres Interviews beschrieben haben. Nur, die man braucht, um aufzustehen und zu arbeiten. Ja, insofern wird das auch meine Hoffnung bleiben. Ich werde meine Meinung nicht ändern, weil irgendetwas verloren gegangen ist oder irgendetwas gesiegt hat, da will ich bei mir bleiben. Wir haben den Punkt, auf den ich noch jetzt komme, schon kurz gestreift. Was kann nach einer Vereinigung möglicherweise, wenn der nüchterne Alltag wieder eingezogen ist, in dem dann vereinigten Deutschland, was kann da an ehemaligen DDR-Mentalitäten, an Folgen der Erziehung im untergegangenen System, an Begriffen von damals, vielleicht für manche überraschend, im Vereinigten Deutschland, was kann da sich geltend machen? Welche DDR-Mitbringsel wird das Vereinigte Deutschland zu gewärtigen haben? Es ist zurzeit in der DDR sehr schwer, über so etwas wie DDR-Identität zu sprechen. Kaum einer will davon etwas hören.
ich denke, für 2, 3 Jahre wird das auch erstmal vorbei sein und tot sein. Und ich denke, nach dem Stillen des Heißhungers wird sich da etwas melden. Und das beginnt mit der Haltung, die die Volksabstimmung 46 über die Bodenreform verursacht hat, bis zu dem Oktober, November 89. Ich denke, was wir einbringen, ist nicht nur das Volk, was definiert wird mit dem Trabanten und der fehlenden Banane. Ich denke, und viel gewichtiger wird es sein, es wird der revolutionäre Teil des deutschen Volkes dann auch in diese Einheit dazukommen. Das werden wir, denke ich, nicht vergessen. Das heißt, Sie sagen dem Vereinigten Deutschland, mehr revolutionäre Begriffe und Mentalitäten voraus, als die biedermeierliche Bundesrepublik sie bisher gekannt hat? Das Biedermeiertum wurde einem bisher der DDR zugesprochen. Das, denke ich, ist im Oktober, diese Kennzeichnung ist kaputt gegangen. Ich denke schon, dass etwas hier entstanden ist, und zwar in den 4 Jahrzehnten, durch den Druck der versteinerten Verhältnisse, dass da ein enormer Mut entstanden ist, der dazu führte. Wir sind jetzt. Aber wir haben immer nur von einer Minderheit geredet, ja, bei der das entstanden ist. Wird die DDR-Mehrheit nach der Vereinigung Ideale und Träume der Minderheit übernehmen? Ich bin nicht so sicher, dass es je in der Geschichte so etwas gegeben hat, dass das ganze Volk daran beteiligt war, an einer revolutionären Veränderung. Das wird immer nur ein Teil sein. Das ist völlig normal. Das hat mit Lebensumständen zu tun. Darauf komme ich noch, ja. Und da denke ich schon, dass dieser eine Teil, der vornehmlich diesen Oktober herbeigeführt hat, nun nicht alles vergisst. Denn dieser Oktober ist schwer genug gefallen. Und bei der Sichtung dessen, was jetzt zerschlagen wurde, etwa der Staatssicherheitsdienstes, der Sicherheitsdienste der DDR, kann einem ja nachträglich schlecht werden, wogegen man da angegangen ist. Denn das war ja ein System, was die Formulierung flächendeckend ist durchaus korrekt, was flächendeckend und eigentlich unbesiegbar schien. Also jetzt im Nachhinein erschrickt man vor dem, was da erreicht wurde. Herr Hein, Sie schreiben Theaterstücke, Romane, Novellen, Essays. Die Geschichte als Faktor des menschlichen Lebens hat Sie in Ihren Stücken oft beschäftigt. So kann man bei Ihnen lesen, ich zitiere, wer sich in der Geschichte auskennt, ist vor Überraschungen sicher, die gleichen Geschichten, alles wiederholt sich. Zitat Ende. Aber man kann bei Ihnen auch die Behauptung finden, Zitat, gebrannte Kinder erweisen sich als belehrbar. Also was ist nun? Ist der Mensch lernfähig bis hin zur grundlegenden Veränderung oder dreht er sich im Kreise seiner unveränderbaren Mängel und Irrtümer? Das erste war ein Zitat von einer Bühnenrolle. Ja, die, also die wahre Geschichte des AKU. Die nur bedingt mit dem Autor übereinstimmen, weil die verschiedenen Bühnenrollen haben ja da ein anderes Leben. Aber ich denke schon, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Wir, zu unserem Erschrecken, haben wir es ja gerade in diesem Teil Deutschlands erlebt, dass die gebrannten Kinder eben, wie wenig sie gelernt haben. Das war sicher auch im Nachhinein das Fürchterlichste, dass die Erfahrungen so wenig gebracht haben. Und insofern bin ich sehr skeptisch natürlich auch, wie weit die neuen gebrannten Kinder nun gelernt haben. Da erfüllt mich mehr Skepsis als Hoffnung. Sie sind 1944 geboren, Herr Hein. Ich bin Jahrgang 1929, 15 Jahre älter als Sie. Haben Sie Verständnis dafür, dass meinesgleichen meines Alters nach 1945 unter dem Eindruck des Krieges, in Erkenntnis der Überforderung der Menschen, immer im Namen der Geschichte, im Bewusstwerden von Auschwitz, haben Sie Verständnis dafür, dass meinesgleichen meines Alters um eine geschichtslose Zeitspanne gebeten haben, auf Sie gehofft haben? Das fällt mir sehr schwer zu antworten, weil dagegen steht meine Geschichtserfahrung, dass dieses nicht möglich ist. Ich weiß. Ich habe damit. Aber das war die Hoffnung meinesgleichen meines Alters, die Sie vorhin vor sich beschrieben haben. Ja. Dass man wieder alle Erfahrungen gehofft hat, die Zeit würde nicht gleich wieder so groß werden, wie sie gerade gewesen war. Die Hoffnung kann ich verstehen. Die Chancen waren wahrscheinlich äußerst gering. Ich merkte es ja an, auch was nach 45 hier passierte, dass sehr viele, die befangen waren in dem System des Faschismus, aus dem verständlichen und der ehrlichen, verständlichen Willen und der ehrlichen Absicht, es wieder gut zu machen, sich ins Gegenteil stürzten mit vergleichbaren, nicht gleichen, aber vergleichbaren Fehlern, mit
vergleichbaren Irrtümern, um etwas gut zu machen, besitzte man das Gegenteil, stürzte man sich in das Gegenteil mit vergleichbaren Ergebnissen. Was hätte man stattdessen tun sollen? Ja, es gibt so eine Tradition in der katholischen Kirche, wonach man nach solchen einschneidenden Ergebnissen oder auch persönlichen Fehlern sich für 2-3 Jahre in ein Kloster zurückzieht und in den 2-3 Jahren auch nicht redet. Vielleicht wäre das hilfreich, aber das ist für den Verlauf von Geschichte eben leider untauglich. Es musste am 8. April, musste es am 9. April weitergehen. Und eben auch mit den gleichen Leuten, teilweise in den gleichen Positionen. Das ist ein Problem, was Staaten, Gesellschaften eben haben. Die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, Herr Hein, waren in den vergangenen 20 Jahren von pragmatischen, kleinen Schritten aufeinander zubestimmt, die zu schrittweisen Verbesserungen führten. Langsam. Dann kam der Umsturz in Polen, in Ungarn, in der DDR. Neue Hoffnungen und Chancen, aber auch neue, anders geartete Nöte und Sorgen sind das Resultat. Sind nach Ihrem Verständnis in der menschlichen Geschichte grundlegende Veränderungen niemals durch Evolutionen, sondern nur durch Revolutionen der verschiedensten Art oder Kriege möglich? Reformen, würden Sie zu Evolutionen rechnen oder zu Revolutionen? An dieser Frage würde sich das für mich entscheiden. Es gab enorme Reformen in Europa, die Grundsätzliches verändert haben. Falls Sie also die Reformen zu der Evolution rechnen würden, würde ich das bejahen. Dass es auch über Evolutionen geht? Dass es auch über Evolutionen geht, ja. Zu Evolutionen gehört viel Geduld. Ja. Ist Ungeduld ein Menschenrecht? Ungeduld ist das Menschenrecht. Geduld ist die menschliche Weisheit. Versuchen Sie bitte, so gut es geht, die Motive, die Gefühle, die Erwartungen, die Sehnsüchte der Menschen zu benennen, die sich jetzt auf Plätzen der DDR versammeln, Deutschland, Deutschland rufen und auf ein besseres Leben hoffen. Welches Gefühlsbündel hat sich da gebildet und kann es gegebenenfalls explosiv sein? Sie haben es wunderbar beschrieben mit dem Ausdruck Gefühlsbündel. Es kommt sehr viel hinzu, das ist die Enttäuschung über die Jahre, sicher auch die Enttäuschung über den fehlenden eigenen Mut. Es ist die Hoffnung auf ein anderes Leben, auf ein besseres Leben, ganz materiell auch gesehen. Es ist natürlich die Hoffnung auf die Freiheiten und Freizügigkeiten, die die Deutschen in der Bundesrepublik haben. Es ist die auch ein wenig illusorische Hoffnung, dass nun alles ganz besser wird, ganz anders wird und ganz besser wird. Vieles davon wird, denke ich, eingelöst werden können, manches nicht. Es ist, was bleiben wird, ist, wie die Bibel sagt, der alte Adam. Aus dem werden wir auch nicht rauskommen. Die Gefährlichkeit, die mögliche Explosion, Explosivität der Sachen fürchte ich ein wenig. Das hat ein wenig damit zu tun, dass wir erst jetzt, wir alle hier, das Land kennenlernen. Bisher gab es eine Einheit. Eine Einheit, man schimpfte gemeinsam, und zwar nicht nur leise, sondern auch sehr laut. Dieses ist jetzt vorbei und auf einmal ist der neben mir schimpfte, eben Mitglied der einen Partei ganz rechts oder ganz links. Hat sich auf einmal ein Club von schimpfenden, fluchenden Leuten trennt sich und schimpft und flucht aufeinander, wo es vorher eine Einigung gab. Ich fürchte ein wenig, dass dieses Art Kennenlernen spätestens am Wahlabend doch auch noch gefährlich werden könnte. Wir haben, und das ist ganz wichtig, wir haben ohne eine Gleichsetzung zwischen Faschismus und Sozialismus, zwischen dem, was hier Sozialismus war, zu machen, das halte ich für dumm und unannehmbar. Aber es gibt eine Übereinstimmung, nämlich wir haben keine Demokratie gehabt. Und das heißt, wir haben jetzt 55 Jahre lang keine Demokratie gehabt. Jeder von uns hat es nicht gelernt, im politischen Gegner den Partner zu sehen, den man akzeptieren kann, mit dem man sprechen kann. Wir haben in den 55 Jahren im politischen Gegner immer den Feind, den Konterrevolutionär, den Volksfeind, der zu vernichten ist. Haben Sie den Eindruck, dass der Westen, das pluralistische System,
von diesem Feinddenken wirklich frei ist? Ist das nicht, was Sie jetzt formuliert haben, eine geradezu rührende DDR-Illusion? Es fällt mir da ein wenig schwer, darauf zu antworten, weil ich Westdeutschland nicht so gut kenne. Aber ich merke nur eins, die großen Hoffnungen, die hier in die Wahl gesetzt werden, das ist nicht vergleichbar mit Westdeutschland. In Westdeutschland weiß man, dass die Wahl ein bisschen was entscheidet, aber welche politische Partei an die Macht kommen wird, das ändert nichts am wirtschaftlichen System. Hier ist irgendwie Hoffnung, dass man mit der politischen Wahl die wirtschaftliche Situation grundsätzlich verbessern kann. Das ist nur bedingt richtig. Also hier, denke ich, sind eher übertriebene Erwartungen in die politischen Wahlen. Der nationale Faktor noch einmal, Herr Hein. Die höheren Werte, der Überbau des Materiellen. Warum funktioniert dieser Antriebsmotor im Nationalen und nicht oder nicht mehr im Sozialen? Warum sagen Sie, dass er im Sozialen nicht funktioniert? Also, sagen wir, eine Folge des breiten Wohlstandes, nicht des tiefen Wohlstandes, den gibt es in der Breite nicht. Ja. Eine Folge des breiten Wohlstandes in der Bundesrepublik beispielsweise. Eine Folge, glaube ich, überwiegend sozialdemokratisch bestimmter Politik, die auch von der CDU gemacht worden ist in der Bundesrepublik, hat dazu geführt, dass glaubhaft versichert wird, Klassen gibt es nicht mehr. Sie hat auch dazu geführt, dass die Solidarität, die Gewerkschaften wissen davon, bei uns ein Lied zu singen, die soziale Solidarität von Benachteiligten kleiner geworden ist. Aber was sich jetzt artikuliert, aktuell ist Nationalismus oder Nationalgefühl. In der DDR, so ist das meine Erfahrung jedenfalls, haben die Menschen immer ein höheres Interesse an der Bundesrepublik genommen. In der Bundesrepublik hat die Mehrheit, wenn sie nicht persönliche Beziehungen hierher hatte, überhaupt kein Interesse an der DDR genommen. Die nationale Frage war der Mehrheit der Westdeutschen Schnurz und Piepe. Jetzt ist das ein wichtiger Faktor im westdeutschen Wahlkampf und ist die Parole Teil des Gefühlsbündels, wonach ich Sie gefragt habe, bei Demonstrationen in der DDR. Warum funktioniert der nationale Überbau besser als jeder andere? Ganz Osteuropa belegt das. Woran liegt das? Wir haben mit der Nation, meinen wir ja eine Zusammengehörigkeit, was Sprache, Kultur und Tradition betrifft. Ich bin nicht sicher, ob dieses wirklich der entscheidende Punkt ist in der geforderten Einheit. Ich denke schon, es hat, und dann hatte ich gefragt, soziale Punkte, ja, die Einheit wird... Sie werden national garniert. Ist das, weil die Menschen sich dann auch erhoben fühlen, wenn sie für ihre sehr legitimen materiellen Bedürfnisse ein nationales Gefühl auch mit ins Feld führen können? Ich könnte... Was ist Selbstmanipulation daran? Was ist Manipulation und was ist wirklich wahr an diesem Gefühl? Wenn einer dieses Gefühl hat, wird er sehr heftig darauf beharren, dass er keinerlei materiellen Interessen hat oder dass diese materiellen Interessen nicht dieses Gefühl hervorgerufen haben. Insofern ist darüber kaum zu diskutieren, wenn solche starken nationalen Gefühle da sind. Ich denke auch, durch diese erzwungene Trennung ist ein nationales oder auch sogar nationalistisches Gefühl stark, sehr viel stärker bei uns, bei den Deutschen, speziell in der DDR vorhanden. Ich vermute schon, dass soziale Gefälle oder im Reichtum sehr stark eben dazu führt, dass dieses in der DDR stärker vertreten ist. Also der Aufkleber, wir sind ein Volk, den kann ich auf dem Trabanten sehen, auf dem Mercedes habe ich noch nie gesehen in West-Berlin. Das hat sich ein wenig mit diesem sozialen Gefälle zu tun. Aber wenn diese nationalen Gefühle vorhanden sind, da sind, werde ich sie auf keinen anderen Punkt zurückführen können, der
der diese Gefühle hat und äußert, wird sich vehement dagegen äußern, dass es wird etwas Irrationales. Definieren Sie bitte Ihr Nationalgefühl, Herr Hein. Ich antwortete bei früheren Fragen, ob ich denn ein DDR-Schriftsteller sei oder ein deutscher Schriftsteller, dass ich ein deutscher Schriftsteller sei, aber da ich in der DDR wohne, sei ich wohl ein DDR-Schriftsteller. Und es gibt ein paar Besonderheiten in der Literatur, die auch dazu führten, dass man von einer DDR-Literatur sprechen kann. Es gab etwas, die beiden Staaten hatten verschiedene Entwicklungen. Und denkbar wäre es natürlich auch, dass diese Entwicklungen weitergegangen wären. Das hätte zu, wie ich denke, größeren Entfernungen geführt. Es wird jetzt zu einem, auf jeden Fall zu einer, einem zueinander zugehen kommen. Die Entwicklungen werden auf eine Einheit gehen, ganz schnell oder etwas gemäßigter. Dann wird also auch mein Nationalgefühl sich ein wenig verändern. Ich bin ein Deutscher, aber der Punkt DDR, den ich früher etwas bedächtiger formuliert habe, den würde ich heute unbedingt zu mir rechnen. Ich habe 40 Jahre lang in diesem Staat gelebt. Ich bin von sehr vielem hier geprägt worden. Ich denke schon, dass auch wenn der Herr Hein in dieses geeinte Deutschland hineinkommt, dass da irgendetwas von diesen 40 Jahren, die bei mir, die mich geprägt haben und in mir verblieben sind, bleiben werden. Ich gehe da mit ganz offenen Augen, auch was meine eigene Entwicklung betrifft, hinein. Braucht Ihr Nationalgefühl einen nationalen Staat? Ich möchte mal mit einer kleinen Kurve darauf eingehen. Ich habe in Betracht der deutschen Geschichte, dem, dass die Deutschen sehr spät zur Einheit gekommen sind, auch mit den etwas fatalen Geschichten, drei großen Kriegen in diesen wenigen Jahren deutscher Einheit, mehr aber auch noch, dass die Einigung durch Preußen erfolgte, mit sehr merkwürdigen, verständlichen Reaktionen der anderen deutschen Länder. Eigentlich davor waren, dass jetzt eine Einheit entsteht, wo es dann wieder eine Legendenbildung gibt, die ähnlich der Einigung, die damals durch Preußen erfolgte. Ich plädiere dafür, dass diese Einheit entsteht und diese Länderstruktur, die offenbar in Deutschland durch die Jahrhunderte immer viel gewaltiger, wirksamer war als dieser zentrale Einheitsstaat. Was Preußen dann veranlasst hat, zu sagen, einer muss das Sagen haben. Ja. Und das könnte jetzt gerade eben wieder passieren und dann könnten wir in 20, 30 Jahren wieder eine neue Legendenbildung haben, die dann auch wieder diese Einheit mehr als gefährdet. Dass wir, wenn die Länderstruktur, die durch die Jahrzehnte, durch die Jahrhunderte ganz kräftig blieb, irgendwo verstört, kaputt gemacht wird. Sie wissen besser als ich, wie wenig und wie viel Bayern mit Hamburg zu tun hat. Berlin will die Einheit und Sachsen will die Einheit, aber Sachsen und Berlin wollen nicht so sehr viel miteinander zu tun haben. Das sind also, die Länder waren immer ganz gewichtig. Das sollte bei der künftigen Einheit berücksichtigt werden, sonst wird da schon wieder etwas kaputt gemacht. Wenn man die Sonntagssprüche und die Aufmarschparolen der Politiker und Ideologen aller Systeme beiseite lässt, Herr Hein, dann lässt sich erkennen, jedenfalls ist das meine Behauptung, dass für die meisten Menschen, für den alten Adam, die alte Eva, dass für die meisten Menschen nach aller historischen Erfahrung die bekömmlichste Einstellung zur Politik, zum öffentlichen Leben im Distanzhalten liegt. Die Distanz zur Politik ist des Menschen stärkster Selbstschutz und nur große Zeiten, sogenannte große Zeiten, verführen ihn zu seiner Aufgabe, zur Aufgabe dieses Selbstschutzes im Distanzhalten. Besteht die Freiheit des westlichen Systems möglicherweise zu einem erheblichen Teil vor allem daraus, dass das System den Menschen nimmt, wie er ist? Ihm die Distanz lässt, ihm in der Distanz bestätigt, wäre denkbar. Würde es dem Staat sehr viel einfacher machen, als Staat zu funktionieren. Also Unterdrückungsmechanismen nach innen und außen zu gewährleisten, was so die Aufgabe des Staates international und seit Jahrtausenden ist. Das wäre dann ein
eines der weitreichendsten und gediegensten Staatskonzeptionen. Ist es richtig, dass Sie von meiner Frage, von der in meiner Frage wurzelnden Behauptung, dass ein wesentlicher Teil der pluralistischen Freiheit darin liegt, dass man den alten Adam, die alte Eva gewähren lässt, dass Sie davon überrascht sind? Welche Vorstellung haben Sie von westlicher Freiheit und vom westlichen Staat, dass Sie dies überrascht? Nein, überrascht weiß ich nicht, aber so in der Formulierung, wie Sie es auf den Punkt gebracht haben, finde ich das schon eine glänzende Formulierung genau dessen, was Sie als westliche Freiheit bezeichnen. Ich denke schon, dass Sie nannten das Wort Pluralismus, dass dieses sehr geholfen hat, einen funktionierenden und für Störung wenig anfälligen Staat zu schaffen. Pluralistisch, mehrstimmig ist jede Gesellschaft. Dieses war, möglicherweise gehörte mit zu den tödlichsten Punkten in meinem Land, in der DDR, hinzu, dass diese Mehrstimmigkeit niedergebügelt wurde, niedergehalten wurde und sich dann dem doch ein paar Stimmen dann Bahn brachen. Ich denke, die Rücksicht auf diese Mehrstimmigkeit, auf den Pluralismus, wird für das Bestehen eines Staates entscheidend sein, hilfreich sein. Minderheiten haben die von den Mehrheiten akzeptierten Antworten der Regierenden seit Jahren nicht mehr hingenommen. So begann der Widerstand in der DDR. Aber es gibt diese Entwicklung auch in der Bundesrepublik. Wenn Sie in den Westen blicken, Herr Hein, wenn Sie dort beispielsweise in der Politik alternative Gruppen und ähnliche Bewegungen sehen, wenn Sie in manchen Fragen wachsende Zweifel an Mehrheitsentscheidungen wahrnehmen, halten Sie dann für möglich, dass das westliche System, das gerade über das östliche siegt, auch den Keim einer Grundkrise in sich trägt? Wir haben zurzeit noch so sehr viel mit unserer Krise zu schaffen. Ich weiß es nicht. Nur eines weiß ich aus meiner geschichtlichen Erfahrung, dass wir alle nicht sicher sein sollten und schon gar nicht so etwas sagen sollten, dass dieses eine System oder jenes über Jahrtausende geht. Jahrhundert ist auch schon ganz schön. Ja, es gab hier immer diese Formulierung vom absterbenden Kapitalismus, ein Satz, der von der Mehrheit des Volkes, vielleicht von dem ganzen Volk, nur mit Ironie und Witz aufgenommen wurde. Man hat nie so recht daran geglaubt. Ich denke auch, wir wissen, weswegen dieses unsinnig war, weil der Kapitalismus viel zu flexibel war, auf Sachen einzugehen. Und der Sozialismus oder dieses, was hier als Sozialismus verkauft wurde, genau daran starb, dass er total unflexibel war und auf nichts eingehen konnte und dann als Betonmauer starb, weil die leiseste Veränderung in einer Gesellschaft zerreißt als erstes den Beton. Das Gras kann überstehen, aber der Beton nicht. Ich denke also, dass es weitere Veränderungen geben wird in jeder Gesellschaft. Das ist ja auch ein bisschen, hat was mit den Hoffnungen zu tun. Ist der Sozialismus endgültig gescheitert? Der real existierende Sozialismus ist endgültig gescheitert. Die Hoffnung auf eine menschliche Gesellschaft wird, wie in den letzten Jahrtausenden, wird bleiben. Das hat etwas mit... Wir sprachen vorhin von der Bergpredigt, das hat etwas damit zu tun. Insofern wird es immer Modelle geben, wie man hofft, noch weiterzukommen, innerhalb eines Systems, etwa des Kapitalismus oder jenseits dieses Systems. Hoffnungen können immer nur scheitern, aber nicht so richtig untergehen. Jetzt zunächst die biografischen Fakten über Christoph Hein und daraus dann meine Frage. Sie sind, wie schon erwähnt, 1944 geboren in Schlesien. Ihr Vater war Pastor. Nach dem Krieg sind Sie in einer sächsischen Kleinstadt bei Leipzig aufgewachsen. In Westberlin sind Sie zur Oberschule gegangen, weil Sie wegen Ihres christlich-bürgerlichen Familienhintergrunds zunächst nicht die entsprechende Schule in Ostberlin, wo Ihre Eltern jetzt lebten, besuchen konnten. Auch Ihr Universitätsstudium hat sich aus solchen politischen Gründen verzögert. Sie haben da erst in verschiedenen Berufen, so als Kellner und Montagearbeiter, gejobbt, bevor Sie Regieassistent an der Ostberliner Volksbühne wurden und schließlich Philosophie und Logik in Leipzig und Berlin studierten. Nach dem Studium wieder als Dramaturg ans Theater,
Erste Aufführungen von Stücken Christoph Heinz 1974, seit 1979 freier Schriftsteller. Das herrschende Regime hat es Ihnen nicht leicht gemacht. Dennoch haben Sie die DDR als Ihren Staat angesehen. Warum? Vielleicht, weil es nicht ganz leicht fiel. Ich glaube, so ein bisschen Widerstand stärkt das Rückgrat. Man überlegte ja vermutlich wie sehr viele DDR-Bürger ab und zu mal, ob man nicht das Land wollte ich fragen. Haben lieber Sie verlassen erwogen? Ja, natürlich. Aber wenn dann so von sehr hoher Stelle die Mitteilung kommt, man soll endlich verschwinden oder der Fall Hein soll gelöst werden, dann sagt man sich nun erst recht. Also ja, ein bisschen der Widerstand hilft beim Leben. Also das stärkt das Rückgrat. Kraft, Mut und Rückgrat haben Sie sich und Ihren DDR-Schriftstellerkollegen in einer Kongressrede im November 1987 gewünscht. In dieser Rede sind Sie für die Aufhebung der Zensur eingetreten. Was macht für Sie einen Menschen verächtlich? Es fällt mir schwer, darauf zu antworten, weil ich immer, wenn ich jemanden traf oder also der in meinen Augen verächtlich war, wirkte, ich dann sehr bald auch, wenn ich die Hintergründe kennenlernte, dann auch wieder Verständnis entwickeln konnte. Ich bin als Richter ungeeignet. Verächtlich vielleicht, wenn einer entgegen seinen Überzeugungen handelt. Aber selbst da gibt es häufig genug irgendwelche Hintergründe, die dann wieder was erklären. Ich bin nicht sehr hart im Beurteilen von Menschen. Vergangenheitsbewältigung, Herr Hein. Für die Deutschen gleich zweimal fällig in knapp 50 Jahren, nach dem Ende des NS-Reichs 1945 und jetzt im Blick auf die bisherige DDR. Was erwarten Sie von diesem zweiten Anlauf der Vergangenheitsbewältigung im Vergleich zu dem ersten 1945, von dem viele meinen, dass er nicht sehr weit geführt habe? Ich hatte in einer Tucholsky-Rede Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass Tucholsky hatte den Wunsch geäußert, er möge es einmal in seinem Leben erleben, dass die deutschen politischen Gefangenen und ihre Richter die Rollen tauschen. Ich sprach davon, dass wenn er 10 Jahre länger gelebt hatte, es einmal erleben könnte. Und wäre er 100 Jahre alt geworden, hätte er es zweimal erleben können. Und ich äußerte die Befürchtung, dass er vielleicht zu seinem 150. Geburtstag es zum dritten Mal erleben kann. Skeptische Zuversicht. Ich hoffe, dass wir etwas lernen. Und ich fürchte, wir werden so sehr viel nicht lernen. Die Geschichte belegt es jedenfalls. Was müssten wir zuallererst lernen? Ich denke, das, wofür ich mich in den letzten 3-4 Monaten besonders eingesetzt habe, Demokratie. Dass wir es lernen, im politischen Gegner auch den Partner zu sehen. Dass wir es lernen, dass es wirklich eine vielstimmige oder, wie man im Westen sagt, pluralistische Gesellschaft ist, wo alles auch mit dazugehört. Wo ich die Hoffnung und das Blut der anderen als einen Wert ansehe und nicht als etwas Verächtliches. Sie sind so viel wert wie mein Blut, wie meine Hoffnung. Das haben speziell, glaube ich, für Deutschen, haben wir ein wenig schwer getan damit. Sie sind Mitglied der Kommission, die die polizeilichen Übergriffe bei den Demonstrationen Anfang Oktober vergangenen Jahres untersucht. Was haben Sie dabei gelernt über Täter und Mitläufer? Bei den Tätern, da kam dann sehr viel, Sie sprachen davon vorhin, sehr viel Verächtliches. Es war dumme Erklärungen voll Selbstmitleid, die bis dahin gingen, dass man versuchte, sich als Widerstandskämpfer darzustellen. Widerstands eben bis hin ins Politbüro. Das war unangenehm und lächerlich und widerlich. Bei den Opfern gab es eine Merkwürdigkeit. Ich sprach es mit verschiedenen Mitgliedern der Kommission auch, die Ähnliches erlebten. Und zwar nicht nur in Berlin, auch in der DDR. Dass die wirklichen Opfer, die Leute, die im Oktober geprügelt worden sind,
viel eher bereit waren zu vergeben oder zumindest mit Ruhe darauf zu reagieren. Jene, die erst sehr viel später den Mut hatten, auf die Straße zu gehen, da war so eine gewisse Bereitschaft zur Lynchjustiz. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich denke, es hat ein bisschen mit dem Aufarbeiten der eigenen Geschichte zu tun. Ich glaube, der schon vor dem Oktober 89 oder im Oktober 89 seine Haltung gezeigt hat. Ich will gar nicht sagen, Widerstand geleistet hat, das ist ein großes Wort, aber seine Haltung gezeigt hat, auch gegen ein herrschendes System, hat es einfacher, jetzt mit sich hinzukommen, denn er hat Haltung gezeigt, Flagge gezeigt, einfacher als jene, die erst, als der Staatssicherheitsdienst aufgelöst war, den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Ich denke, diese Leute haben große Schwierigkeiten, mit ihrer eigenen Vergangenheit umzugehen, mit dem Schweigen, mit dem immer wieder zurückstecken. Ich denke, diese Heftigkeit einiger Demonstranten heute hat etwas damit zu tun, dass sie persönliche Schwierigkeiten mit der eigenen Geschichte haben. Unbewusst. Unbewusst natürlich. Ja. Was sind Ihre nächsten Arbeitspläne? Eine zeitlich verfremdete Parabel über das selbstgewählte Ghetto von Wandlitz, über die Ritter der Tafelrunde noch hinaus? Nein, ich bin heilfroh, dass ich diese Ritter der Tafelrunde vor 4 Jahren geschrieben habe. Das könnte ich heute gar nicht schreiben, das würde nur noch eine bitterböse journalistische Story vielleicht werden. So hat es doch noch etwas mit meinen Hoffnungen und Utopien zu tun, wie ich hoffe, ein ziemlich genaues, relativ genaues Aufzeigen eines Zustandes. Aber ich habe mich immer als Chronist verstanden, mein Beruf, Schriftsteller als Chronist, der mit literarischen Mitteln das aufzeichnet, was er sieht. Insofern werde ich unverändert an dieser Arbeit festhalten können. Und so wie ich früher über die Opfer des Stalinismus geschrieben habe, werde ich, wie ich fürchte, künftig über die Opfer der Entstalinisierung schreiben müssen. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Sie sind verheiratet mit einer Dokumentarfilmerin und haben 2 Söhne. Was ist Ihnen und Ihrer Frau am wichtigsten in der Erziehung Ihrer Kinder? Es war dieses, was ich vorhin sagte mit der Haltung. Ich bin ganz froh darüber, dass ich mit beiden Söhnen dieses vermitteln konnte, dass die Haltung wichtiger war und sie haben dafür auch einiges in Kauf nehmen müssen. Sie haben in der Schule auch Flagge gezeigt mit den damals üblichen Strafmaßnahmen, also Verbot eines Studiums in der Sowjetunion und so weiter. Dass sie dieses irgendwo, ich will nicht sagen übernommen haben, aber vielleicht, dass wir dieses als Elternhaus haben weitergeben können und sie dadurch ein bisschen aufrechter gehen konnten und gehen. Also der Wert der eigenen Haltung, des Rückgrats.